Was erwartet dich bei Lunch Break the Pattern? Österreichs größtes Event zum Weltfrauentag mit über 500 Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum, mehr als 50 Top-Speakerinnen, unter anderem Bundesministerin Susanne Raab, Ali Maloji, Whatchadoo-Gründer, Top-Leute aus dem Startup-Bereich wie Gabriele Tatzberger, Svenja Lassen oder auch große Unternehmensvertreterinnen wie die ÖBB-Vorständin im Thema Infrastruktur, Silvia Angelo, oder auch die Head of Group Diversity der Erste Bank. Wir haben so viel Inhalt für dich vorbereitet, so viel Inspiration und Motivation, dass du da direkt rausgehen kannst, in die Umsetzung gehen kannst, für Gleichberechtigung einstehen kannst, egal ob du dich schon total gut mit dem Thema auskennst oder gerade da so reinkommst. Es ist auf jeden Fall ein Event für everybody und ich meine Frauen und Männer und wir freuen uns über jeden, der sich beschäftigt mit dem Thema und das auch lebt. Weil nur so bekommen wir auch den Culture Change, den wir brauchen und wollen, um Gleichberechtigung im Geschlechterthema einfach herzustellen. Wir haben, wie gesagt, 500 Teilnehmerinnen, 50 Top-Speakerinnen, 8 Panels, 3 Workshops, 3 Keynotes, 3 Show-Acts. Also du siehst, da ist etwas dahinter und ich freue mich, wenn du vorbeikommst. Lunch Break the Pattern ist ein kleines Wortspiel. Warum? Lunch Break, es findet zur Mittagszeit statt. Wir haben von 11 bis 15 Uhr Programm für dich eingeplant und Break the Pattern sagt eigentlich aus, was wir tun wollen auch mit dieser Veranstaltung. Wir wollen dieses müde Muster des Weltfrauentags durchbrechen. Es braucht keine langen Statistiken. Wir alle wissen, dass wir noch nicht bei der Gleichberechtigung angekommen sind. Und ein wichtiger Punkt ist es jetzt einfach zu zeigen, was schon funktioniert, die Best Practices zu zeigen und einfach mal zu machen, miteinander zu machen. Und genau darum geht es bei Lunch Break the Pattern. Zusätzlich ist es für uns auch ein Anlass, dir einfach eine Pause zu gönnen. Also es soll wirklich eine Break auch sein für dich persönlich. Deswegen haben wir auch digitale Kinderbetreuung für das Event organisiert. Die ist auch optional dazu zu buchen bei der Anmeldung. Das heißt, du kannst dich da wirklich zurücklehnen, entspannen, mit uns einfach diesen Tag auch genießen und uns ja auch feiern lassen, weil dazu ist der Weltfrauentag natürlich auch da. Entstanden ist das Event relativ kurzfristig für die Größe, die es jetzt auch hat. Wir haben tatsächlich erst am 1. Februar mit der Umsetzung angefangen. Also geplant oder so war es dann schon länger, aber mit der Umsetzung haben wir erst am 1.2. angefangen. Warum? Weil wir auch geschaut haben, okay, was machen denn andere an diesem Tag am Weltfrauentag? Und was wir eben noch geben wollten den Menschen in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, ist einfach ein Event, das sehr stark auf Inspiration setzt, sehr stark auf Best Practices setzt und hier die Leader auch aus dem Cross-Functional-Bereich zusammenbringt. Wir haben dementsprechend verschiedene Industry Talks wie Finance, Law, Health, IT, aber wir haben auch unsere großen Main Stages mit Wirtschafts- und Diversity-Panel, mit Leadership-Panel, mit dem Medienpanel, was über Rollenbilder diskutiert. Und wir haben auch einen starken Startup-Bereich in der Innovation Stage. Das heißt, wir haben hier versucht, jedem wirklich etwas zu bieten an Inhalt. Und das ist tatsächlich außergewöhnlich. Und daher haben wir uns auch kurzfristig entschlossen, das Projekt so auf die Beine zu stellen, dass du einfach einen Mehrwert hier am Weltfrauentag hast. Ja, der Weltfrauentag privat ist für mich jetzt keine große Sache, weil ich lebe in einer Partnerschaft, wo wir absolut gleichberechtigt leben und wir da, ich muss den Tag nicht nutzen, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, sozusagen. Beruflich hingegen ist es ein wahnsinnig wichtiger Tag für mich, weil hier das mediale Interesse einfach auch da ist für das Thema Diversity, für das Thema Frauen. Und als Karrierecoach für Frauen ist es mir einfach wichtig, ja, Frauen beruflich nach vorne zu bringen. Und dieses Thema wird hier unter anderem auch sehr gerne thematisiert.
Berufliche Weiterentwicklung und aber auch Machtverteilung zwischen den Geschlechtern ist tatsächlich eines der Bereiche, wo Österreich sehr hinten nach ist und auch unter dem EU-Durchschnitt liegt. Das heißt, ich möchte hier auf jeden Fall die Chance nutzen, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und da auch eine größere Masse abzuholen. Also wenn du das jetzt siehst und du hast noch nie was mit dem Thema Diversity zu tun gehabt, dann komm trotzdem auch zu unserem Event, weil wir haben hier auch ganz viele unterschiedliche Speaker, wo die Unternehmen auch auf unterschiedlichen Niveaus auch im Thema Diversity gerade stehen. Und es kann spannend sein, diesen Entwicklungsprozess einfach zu verfolgen und auch zu verstehen, dass es nicht ein, es ist keine, kein Zusatz heute mehr Diversity. Es ist nicht wie, ah, jetzt machen wir ein bisschen Diversity, sondern es wird ein Wirtschaftsfaktor sein in Zukunft. Österreich wird ins Hintertreffen geraten, wenn wir nicht unsere Organisationen divers aufstellen, wenn wir nicht genug weibliche Vorständinnen haben, wenn wir nicht genug weibliche Politikerinnen haben. Wir brauchen diese Diversität in unseren Strukturen. Das ist überlebensnotwendig für uns. Und das möchte ich einfach jedem vermitteln und jeder vermitteln. Daher komm zum Event. Ja, wenn das für dich jetzt spannend klingt, dann komm unbedingt zu unserem Event, melde dich direkt an. Es ist kostenlos für dich dabei zu sein. Leite es gerne weiter an andere Menschen, wo du sagst, für die ist es auch optimal. Und genieß mit uns 4 Stunden qualitatives Programm und die Erfahrung und Expertise von 50 Speakerinnen.